So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origins. Wir haben in der letzten Folge die drei Mamarika müssen wir noch machen. Ah, na gut, die können wir ja mit Leroy Green Mountains machen wir Mamarika einfach dann danach. Und dann Kyrenaika. Obwohl, nee, wir müssen es ja. Nee, warte mal, wir müssen nach Green Mountains, um die Aufgabe zu. Okay, dann müssen wir noch Mamarika vorher machen. Ja, also in der nächsten Folge haben wir nämlich Paraitonion abgeschlossen, haben dort, beziehungsweise in der Depression, ein krass, da waren wir noch gar nicht, den Steinkreis des Osiris abgeschlossen. Das war der letzte Steinkreis, den wir für unser Versprechen benötigt haben. Das werden wir natürlich jetzt bei unserem verstorbenen Sohn einlösen. Und dann werden wir uns in der heutigen Folge noch mit der Phylakis-Aufgabe beschäftigen. Denn da haben wir ja jeden Phylakis, der uns umbringen wollte, eliminiert und haben zwei oder drei Schlüssel bekommen. Und wir müssen, soweit ich mich erinnere, ein altes Fischerdorf aufsuchen. Haben wir hier? Nein, hier haben wir keinen Schatz. Hätte ja sein können, dass wir hier noch einen nicht markierten Schatz haben. In dem sich ein Kohlenstoffkristall befindet. Ach ja, das ist meine Hassliebe in diesem Spiel. Kohlenstoffkristalle. Ich glaube, bei Odyssey wird es genauso werden. Und ich glaube, bei Valhalla mit Sicherheit auch. Aber naja, was soll man schon machen? So. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier erleben werden. Ich werde jeden Steinkreis finden. Die Sphinx und die Pyramiden auch. Und ich finde meinen Platz. Mein Sohn. Dein Name Chemu bedeutet Ägypten. Wie Ägypten hast du dich für immer verändert. Die Sterne gehören dir. Und dein Platz ist unter ihnen. Okay, das ist es anscheinend gewesen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da noch mehr dahinter steckt, aber offenbar doch nicht. So, dann werde ich mir nicht lange Zeit vergehen lassen, sondern Gebäude der Phylakis finde aber im Fischerdorf. Jetzt müssen wir gucken, wo das Fischerdorf ist, in der Hoffnung, ja. Das ist hier bei den Ibyten. Und da werden wir mal so Rede stellen. Dieses traurige Fischerdorf sein, das die Phylakis erwähnt haben. Das ist wirklich sehr traurig. Hier haben wir einen Verbündeten. Die Frau hat die Ausstrahlung einer Kriegerin. Sie ist sicher die Frau aus dem Brief. Halt! Wer bist du? Ein Mann, der die Älteren respektiert. Ich kenne alle Krieger, Kasten. Du sprichst wie ein Magi. Das bin ich. Ich will deinen Schlüssel. Warum sollte ich ihn dir geben, wenn ich ihn meinen Brüdern verweigerte? Die sind tot. Sie sollten mich hinrichten. Die Zeiten sind leider hart. Beweise, dass du ein Beschützer bist. Und ich gebe dir das Einzige, was mir noch bleibt. Den Schlüssel. Krokodile plagen unser Dorf. Sie streifen östlich von hier herum. Schön. Ich muss anscheinend noch Krokodile töten. So, ich nehme mich auf jeden Fall noch mit. Und dann schauen wir uns mal den Spaß hier an.
So, ich habe ihn gerettet. So. Machen wir das einfach so. Verdammt. So. So. Nee, Mausi, nicht wegrennen. Nee, ah. Ach, hier, du bist auch noch da. Damit haben wir alles erledigt und haben auch noch irgendwas. Was war denn das? Da. Ach so, okay. Oh, verdammt, das hatten wir ja schon gelesen gehabt. So, da sprechen wir mit Abba. Dann gibt sie uns hoffentlich freiwillig ihren Schlüssel. Und dann schauen wir mal, wo wir diese Schlüssel einsetzen können. Und die Phylakes waren wohl ihre Brüder. Beziehungsweise haben wahrscheinlich im selben Orden oder derselben Organisation angehört, oder? Euer Dorf ist nun eine Weile vor Krokodilen sicher. Gut. Weißt du, ich habe die Magi immer bewundert. Natürlich. Ich wäre gern eine von euch gewesen. Es sind nur wenige übrig. Den Phylakes fehlte es immer an Ehre. Hier ist der Schlüssel zu meiner Kriegertruhe. Mach was aus meinem Vermächtnis in dieser elenden Welt. Oh Gott, was kriegen wir von ihr? Etwas südlich von hier. Okay. Und was ist mit den anderen Schlüsseln, die wir haben? Wir haben noch eigentlich mindestens zwei Schlüssel. Entschuldigung. Hi, Wyatt. Ich habe überlegt, wenn wir schon mal hier sind. Wir haben ja nordöstlich aus einem Militärlager von den Römern, wo wir ja beim letzten Mal kläglich gescheitert sind. Und da würde ich vielleicht in der heutigen Folge noch den Elefanten niedermetzeln. Also ich muss mich ja verteidigen, wenn der mich niederdrammeln möchte. Was? Was? Ich hab das Ziel in Sicht. So. So. Weil es wird sich halt jetzt schon anbieten, wenn wir einmal hier oben sind. Ja, haben wir auch eine angenehme Folgenlänge. Also nicht tauchen. Jetzt kann ich tauchen und was ist hier? Vier Schlüssel. Vier Schlösser. Jetzt sehe ich den Schatz des großen Kriegers. Was haben wir jetzt bekommen? Ein Kapuzenumhang. Den ich mir schon immer gewünscht habe. Vielen herzlichen Dank dafür. So. Jetzt geht es zum Militärlager. Wir müssen nochmal gucken, dass wir irgendwo nochmal ein paar Pfeile herbekommen. Weil das sieht nämlich gerade ein bisschen mau aus bei uns. So.
werden wir uns mal dem großen Elefanten widmen. Aber du wirst mir rein theoretisch locker flockig besiegen können. Rein theoretisch halt nur. So. Bräuchte. Wow. Genau. Das brauche ich. Nicht Zenu. Und das. So. Hallöchen. Dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Aber das ist das Grünzeug, das überlebt hat. Lol. Ah, Bike, hör auf! Ich drück. Jumbi. Gucken, kriegen wir das hin, Bayek? Los! Oh, lol. Bayek, lauf! Ah! Lol. Bayek! Bayek, lauf doch mal, Junge! Nimm doch bitte mal deine Hände, die Beine in die Hand. Bin auf dem Arsch zielen. Und jetzt hat sein letztes, halbletztes Schönschein geschlagen. Oh Gott. Ah! Doch, komm ein bisschen. Genau. Das ging doch schneller als gedacht. Das ging doch schneller als gedacht. Auch wieder zwei drin. Naja, haben wir Ägypten ein kleines bisschen sicherer gemacht. Naja, schön. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde wahrscheinlich die Folge zusammen mit der vorherigen oder mit der nächsten hochladen, weil die halt nur 30 Minuten lang ist. Wie gesagt, ich habe gedacht, dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt bei den bei der Phylakis-Aufgabe, so wie beim Steinkreis. Aber ja, hinterher ist man immer schlauer. Und ja, dann hoffe ich, dass euch die kurze Folge dennoch gefallen hat und dass wir es in der nächsten Folge wiedersehen werden.